Herz schlägt. Herzliches Willkommen hier aus dem Vonovia Ruhrstadion und heute empfängt der VfL Bochum SV Werder Bremen. Und wir sehen schon, die beiden Mannschaften laufen auf dem Platz. Am vergangenen Spieltag gab es für Werder Bremen ein 3:4. Wirklich spektakulär gegen Eintracht Frankfurt. Erheblich in Defensivproblemen, aber auf beiden Seiten muss man sagen. Das sollte Werder Bremen heute auf jeden Fall abstellen. Die Bochumer am vergangenen Spieltag mit einem knappen 0:1 gegen die Freiburger. Also eine richtig gute Leistung der Bochumer. Und daran wollen sie heute vermutlich anknüpfen. Es gibt dann nur das Problem bei den Bochumern. Wir sehen es hier gleich in der Aufstellung. Riemann auf jeden Fall im Kasten. Und auf der Linksverteidigerposition sehen wir Osei Tutu stehen. Die Linksverteidigerposition ist nämlich eine etwas kritische Position aktuell bei den Bochumern, weil alle ausfallen. Jannis Horn verletzt, Stafidis verletzt. Also wirklich, die Linksverteidigerposition ein wenig verflucht bei den Bochumern, aber vielleicht macht Osei Tutu seinen Job. Ja gut, bekanntlicherweise entstehen Diamanten ja unter Druck. Also, wir sind gespannt und Werder Bremen ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die sehr viel Druck erzeugen kann. Wir schauen auch womit. Mit Pavlenka im Kasten, Pieper, Velkovic, Friedl in der Dreierkette. Groß auf der 6. Weiser, Schmidt, Steyer und Jung im Vierermittelfeld. Und Füllkrug und Dux die Doppelspitze. Wir sehen es. Schmidt für den Verletzten. Bittencourt reingerückt. Hat noch so eine Fußspitze vor Schmid in der Startelf. Und wir sind mal gespannt, wie er sich heute hier von Beginn an zeigen kann. Natürlich sind wir auch gespannt, ob er später reinkommt. Oliver Berg. Ich bin auch gespannt, ob ihr reinkommt mit einem Abo in diesen Kanal, denn 60% der Zuschauer haben diesen Kanal abonniert. Also, alle, die noch nicht abonniert, gerne ein Abo dalassen. Damit geht's jetzt rein ins Spiel Bochum gegen Bremen. Ganz, ganz schlechter Ball von Christian Groß. Da haben wir Flashbacks vom vergangenen Spieltag aus Frankfurt. Aber, ja, sind die Bochumer genauso eiskalt wie die Frankfurter? Wir schauen drauf, Goralski! Beinahe schon und wir sehen schon wieder Lücken in der Werder-Abwehr, dass Sangasser Wohnwagen durchpasst. Goralski mit dem rechten Fuß versucht es hier mal flach ins untere Eck, aber Pavlenka aufmerksam. Pässe über Fehlpässe bei dem Feld. Da müssen sie aufpassen, dass sie da nicht ausgekontert werden. Bochum hat damit Zoller. Glück einen nicht ganz so schnellen wie Frankfurt mit Kolomouani. Man kann es trotzdem mal aus der Distanz probieren davor, aber der Ball wieder bei den Bochumern. Also die Bremer noch gar nicht angekommen in diesem Spiel. Ich weiß nicht, ob sie da noch nicht ganz gegen Frankfurt das Spiel abschütteln konnten. Da bin ich ganz perplex. Was ist das denn jetzt passiert? Simon Zoller schraubt sich hoch, gewinnt das Kopfballduell und nickt einfach ein zum 1:0 für den VfL Bochum. Ich wollte gerade noch sagen, da haben die Werderaner das 3:4 gegen Eintracht Frankfurt wohl noch nicht ganz abgeschüttelt. Und so ist es. Wie kann man im 16er so viel Raum für die Bochumer lassen? Bei der Flanke versteckt sich Friedl hinter Simon Zoller. Pavlenka nehmen wir aus der Schuld. Das macht Zoller einfach großartig. Aber was macht Marco Friedl? Ganz schwache Defensivleistung. Erneut, muss man sagen, der Bremer und damit der Rückstand, der auch in Ordnung geht. Bremen bisher noch überhaupt nicht im Eieiei, Lücken über Lücken. Läuft da gerade Niklas Schmidt aber richtig weit nach hinten. Ja, kommt da aber nicht hinterher. Lucia ist das, der da zu schnell ist. Lucia, schnell. Das kann man sich auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Und auch diesen Ball klären die Bremer wieder nicht gut. Da ist er wieder, dieser Lucia. Holtmann. Den Ball nicht rein. Oh, es geht da jetzt mal gut vorbei am Gegenspieler. Aber dieser Ball ist dann schon wieder viel zu wenig. Christian Groß wirklich auffällig in diesem Spiel. Und das ist alles andere als ein Kompliment. Weit in der gegnerischen Hälfte waren die Bremer in diesem Spiel bisher noch gar nicht. Und genauso schnell, wie es ausgespielt hat. Am Ende die Situation auch wieder Jung vertändelt da den Ball. Jetzt die Gelegenheit für Asano. Der legt nochmal zurück. Sehr clever gemacht vom Japaner. Und dann steht da Simon Zoller. Und er erzielt hier seine nächste Bude. Was ist mit Werder Bremen los? Nach dem Sieg gegen Borussia Dortmund geht in der Defensive aber mal sowas von gar nichts mehr. Wir sehen so viel Platz für Asano. Keiner ist bei Zoller. Ich weiß nicht, ob Velkovic irgendwie Pavlenka beistehen wollte oder warum er da so in seine Richtung stürmt. Aber Zoller, Mutterseelen allein gelassen, schiebt dann mehr oder weniger ins leere Tor ein. Und das ist 2:0 für Bochum.
Eieiei, Werder Bremen, was ist denn hier los? Die kriegen den Ball mit ein wenig Glück zurück und Marco Friedl im letzten Spiel schon defensiv einen richtig teuren Ballverlust gemacht. Und der hätte jetzt auch richtig teuer werden können. Vielleicht ja jetzt mal. Eine der wenigen Offensivbemühungen der Bremer. Was ist das von Jens Day? Mit Glück landet der bei Anthony Jung. Aber Dominik Heinz vor dem einschussbereiten Füllkrug. Das wäre auch alles andere als verdient gewesen, wenn Werder hier noch den Anschluss erzielt hätte in der ersten Halbzeit. Aber sie geben jetzt mal ein bisschen mehr Gas. Vielleicht geht da doch noch was. Die Nachspielzeit ist eigentlich abgelaufen und Christian Groß, ja, man möchte schon was sagen, spielt Christian Groß Gedächtnis. Halbzeit. Der ersten Hälfte. Pardon. Es geht rein in die Halbzeit. So rum ist es richtig. 2:0 durch Simon Zoller für Bochum. Es geht rein in die zweite Halbzeit und etwas für unsere Statistikfreunde da draußen. 4 Torschüsse gab es für Bochum bisher zu verzeichnen in dieser Partie. Werder Bremen hat exakt 0. Ausrufezeichen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Statement. Da muss zur zweiten Hälfte was passieren. Wechsel gab es keine, aber vielleicht jetzt mal eine Möglichkeit über Weiser, bei dem man sich in der ersten Halbzeit gefragt hat, ob der überhaupt auf dem Platz steht, ehrlich gesagt. Geht da was? Der Ball kommt schon mal an. Das ist schon mal eine Seltenheit im heutigen Spieltag. Aber die Bremer haben sich was vorgenommen, wie wir sehen. Niklas Füllkrug. Den da irgendwie hoch reinzuschlagen, das hat aber alles überhaupt kein Hand und Fuß und damit ist der Ball direkt wieder weg. Holla, schickt da Osei Tutu auf die Reise, Pieper. Boah, aber wo wir den Namen gerade erwähnen, Weiser bisher komplett unsichtbar geblieben und generell alle Offensivbemühungen von Werder Bremen im Keim erstickt. Was ist das für ein Rückpass? Amos Pieper bügelt das aus. Eieiei. Was ich sagen wollte, Osei Tutu bisher mit einem souveränen Spiel lässt da überhaupt nichts anbrennen. War auch mal so ein Fehler im Passspiel der Bochumer. Vielleicht geht ja jetzt mal was über Weiser. Der hat da Probleme mit der Ballkontrolle. Legt nochmal ab auf Marvin Ducksch. Duxch zeigt's an, er macht den tiefen Lauf, gute Drehung und dann verstolpert er den so ein wenig. Und Zoller probiert's einfach mal, Veljkovic. Hat er den Fuß vor und der Schiedsrichter hat wohl irgendwas gesehen? Keiner weiß es so genau, was ist denn jetzt los? Jetzt gibt's hier einen richtig gefährlichen Freistoß für die Bochumer. Soll da eine Hand im Spiel gewesen sein? Man weiß es nicht, Pavlenka versteckt sich auch schon hinterm Pfosten. Es gibt auf jeden Fall den Freistoß. Und das ist eine richtig gefährliche Position. Und Zoller hat sich den Ball da schon hingelegt. Ach, zuerst wird aber gewechselt. Antwia Jay kommt rein für Gerrit Holtmann. Und bei Bremen kommt Romano Schmid für den blassgebliebenen Schmidt. Da will ich ihm aber keinen Vorwurf machen. Das ist ja die komplette Offensive der Bremer. Freistoß jetzt auf jeden Fall. Gamboa tritt den! Sah wahrscheinlich knapper aus, als er war. Pavlenka, ja, schaut nämlich nur hinterher und bewegt sich keinen Meter. Dabei Romano Schmid lebt sich hier schon mal richtig gut ein. Und Marvin Ducksch wäre da vorbei gewesen, wird aber gelegt. Das war doch der letzte Mann. Und es war der letzte Mann, das sieht auch der Unparteiische so. Majovic liegt hier in der 66. Minute mit glattrot vom Platz. Das war eine absolute Notbremse, Ducksch. Wäre da alleine auf Riemann zugelaufen. Ja, es gibt nochmal den Wechsel. Bochum reagiert direkt. Förster kommt für Stöger. Jetzt nicht wirklich eine Reaktion auf die Karte. Gut, kommt für Groß. Und es gibt den Freistoß und Werder 25 Minuten lang in Überzahl. Der Freistoß allerdings kein Problem für Riemann. Da über außen hat aber einen Geschwindigkeitsnachteil. Aber der Ball kommt irgendwie zu Ducksch. Spielt jetzt in der Mitte. Ducksch in den Rückraum. Ilya Grujew. Jetzt gibt's ein bisschen Hacke, Spitze 1, 2, 3. Die machen es zu kompliziert. Aber der Angriff läuft tatsächlich noch. Füllkrug kann den Ball da nicht gegen Dominik Heinz behaupten. Uralski mit dem langen Ball auf den pfeilschnellen Asano. Hat da Probleme bei der Ballkontrolle, macht das Spiel erst langsam. Antwia Jay auf Förster. Wieder Antwia Jay, gut gespielt, Zoller. Immer, ja, komm so ein wenig davor, aber dann Förster mit dem Abschluss und wieder muss Pavlenka sich lang machen. Aktuell fällt es nicht auf, dass die Bremer einer mehr sind. Erneuter Wechsel beim VfL Bochum. Hofmann kommt für
den Doppeltorschützen, Zoller, kriegt hier seinen wohlverdienten Applaus und gönnt sich jetzt erstmal die letzten 15 Minuten plus X von der Bank. Asano bringt den Eckball. Osei Tutu hätte sich hier nochmal belohnen können für seine sehr solide Leistung auf der linken Verteidigerposition. Veljkovic kommt mal wieder zu spät, aber der Kopfball dann doch ein gutes vorbei. Den Ball auf Dux, sieht da unten Weiser, der probiert es einfach mal mit roher Gewalt. Und genau sowas braucht man jetzt auch mal an Bremer Stelle. Einfach mal jemanden, der einfach mal abzieht. Nicht nochmal hier mit der Hacke, da mit der Hacke. Der wäre nicht drin gewesen, aber sie holen den Eckball raus. Mit Füllkrug, mit Friedel. Da haben sie ein paar große Leute, die da vorne auch mal einen reinnicken können. Jung steht da bereit. Spielt den kurz auf Speed, der geht da vorbei am ersten. Dux steht da, Dux! Und wieder Riemann. Wird uns hier gerade noch eine spannende Schlussphase versprochen. Marvin Dux, guter Versuch mit seinem linken Fuß. Bisher immer noch ohne Bundesliga-Tor. Und hier wäre es beinahe soweit gewesen. Und es wäre der Anschluss gewesen. Und dann wäre es hier nochmal spannend geworden. Werder Bremen ja definitiv eine Mannschaft der Schlussphase. Weiser legt sich den Ball da jetzt zu. Ball kommt rein. Da steht Osei Tut, der den erstmal klären kann. Aber Bremen... Ja, sie bleiben am Drücker. Pieper geht da vorbei an 1. Was ist denn mit Pieper los? Jetzt probiert sogar erst schon mit der Hacke. Behauptet dann nochmal den Ball. Die Bremer versuchen es jetzt nochmal. Osei Tutu. Großes Ausrufezeichen. Richtig gute Leistung. Auf seiner doch so ungewohnten Position. Was macht Veljkovic gegen Förster? Förster! Alleine vor Pavlenka versucht das da. Aus, ja, 17, 18 Metern. Mit dem linken Fuß und der geht am langen Eck vorbei. Der hätte da gut noch 2-3 Meter laufen können. Bisschen überhasteter Abschluss, aber Veljkovic, desolates Abwehrverhalten. Geht da weg vom Gegenspieler, hat keine Absicherung mehr hinter sich. Was er sich dabei gedacht hat, das würde ich gerne wissen. Die Bremer versuchen es wirklich mit allem Mann überall vorne nochmal aktiv zu sein. Dux schlägt den nochmal rüber, da steht Füllkrug. Füllkrug, Füllkrug, da zittert das Aluminium. Jetzt ist auch ein bisschen Pech im Spiel. Und sie laufen sich da auch noch gegenseitig über den Haufen. Was für eine Schlussphase der Bremer. Die werfen nochmal alles rein. Die wollen hier nochmal was mitnehmen. Die wollen nicht auch gegen Bochum am Ende mit leeren Händen dastehen. Beat, war das ein Foul im 16er? Ich weiß es nicht. Der Schiedsrichter entscheidet auf Ball gespielt. Und wir können uns eigentlich schon festlegen, der VfL Bochum nimmt hier die 3 Punkte mit. Aber Werder Bremen... Ja, die letzten 10 Minuten, daran sollten sie sich orientieren. Davor war das hier heute nix. Beats, ja, schickt nochmal Dux in den Lauf. Das wird aber nichts mehr ändern, ob es jetzt noch ein 2-0 oder ein 2-1 wird. Geht dann vielleicht am Ende nur noch die Tordifferenz was an. Der Ball kommt rein, Romano Schmid. Es passt zum Spiel. Romano Schmid bleibt glücklos. Werder Bremen, wirklich die letzten 10 Minuten. Richtig, richtig gutes Offensivspiel gemacht. Und die letzten Spiele immer mindestens 2 Tore geschossen selber. Heute bleibt es allerdings, ja, steht bei Bremen die 0. Aber nicht auf der Seite, wo sie es gerne hätten. Simon Zoller entscheidet dieses Spiel heute. Im Alleingang wäre ein bisschen zu viel gesagt. Er hat auf jeden Fall die Tore erzielt. Aber eine richtig gute Mannschaftsleistung vom VfL Bochum. Schreibt gerne euren Tipp unten rein. Ich bin ja mal gespannt, ob wir da am Samstag Osei Tutu auf der Linksverteidigerposition sehen. Und ob Simon Zoller einen Doppelpack schnürt. Ich hoffe natürlich nicht als Werder-Fan. So parteiisch darf ich sein. Und damit, ja, war's das. Ich verabschiede mich hier aus dem Bonovia Ruhrstadion. Bochum und Bremen trennen sich mit 2-0. Bundesliga unterstützen wir unsere Spieler. Im Weserstadion vereint Lebenslang.